Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dirt Rally. Wir sind in der Version 06, denn es gab ein riesiges, fast 5 GB großes Update und jetzt gibt's neuen Content, denn wie ihr unten rechts schon seht, ist die FIA World Rallycross Championship nun mit dabei, die wir noch gar nicht fahren können, weil wir erst die Open-Meisterschaft machen können, die wir noch gar nicht fahren können, weil wir natürlich keine Kohle haben. Ah, stimmt ja. Ja, okay, dann machen wir halt ein individuelles Event, habe ich ja ganz vergessen, dass wir in der Karriere so pleite sind, weil wir uns ein paar Autos gekauft haben. Na egal, neue Version, neuer Content, neues Update, neue Fixes hier und da, neue Features hier und da, kommen wir alles noch drauf zu sprechen, aber erstmal wählen wir hier eine von zwei neuen Strecken aus. Innerhalb der Rallycross-Reihe sind wir in Höljes, Schweden, einfach mal unterwegs, Rennstruktur machen wir voll. Vorlaufrunden geben wir uns zu 2, Halbfinalrunden 4 und Finalrunden 6 mit einer schwierigen KI. Ich glaube, das dürfte uns einigermaßen beschäftigt halten. So, nehmen wir die Clubman-Strecke, Junior voll. Ja, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, wir nehmen mal die normale volle Strecke und gehen aber in den Mittag, in den Sonnigen, damit wir uns die Strecke schon angucken können. So, und das sind die drei neuen Fahrzeuge, die dabei sind. Der Ford Fiesta Rallycross, der Volkswagen Polo Rallycross und der 208er WRX von Peugeot. Der hat ein bisschen leistungsmäßig Nachteile, 40 PS weniger. Ich glaube, wir nehmen mal den Polo. Was haben wir denn hier so für schöne Lackierungen dabei? Ich glaube nicht die originale Red Bull, ne? Nee, die sehen wohl so ähnlich aus, aber okay, seien wir mal zufrieden. So, und dann geht's hier ab. Das ist also so ein Rallye-Event, ein Rallye-Cross-Tag, der besteht aus verschiedenen Events. Haben wir gerade schon gesehen. Das heißt, du hast deine Qualifikationsläufe oder auch Heats, wie sie in echt genannt werden. Hier werden sie witzigerweise mit Hitze übersetzt. Was ein bisschen komisch, aber du hast dann halt 4 Hitzeläufe. Ja, und davon müssen die ersten 12 Plätze, davon qualifizieren sich die ersten 12 für die Halbfinals, für die Halbfinalrunden. Oder in den Halbfinalrunden kannst du dich dann fürs Finale qualifizieren, wenn du zu den besten 3 gehörst. Und das Finale bestimmt dann den Gewinner des Events. So, ja, dann geht's hier los. Fahre die schnellste Zeit, um Hitzepunkte zu bekommen. Das sind dann die Heats, wie ich schon sagte, die 12 besten Fahrer auf der Hitzebestenliste nach 4 Hitzen kommen ins Halbfinale. Das klingt alles ziemlich bescheuert. Mir wäre lieber, wenn sie da wieder Heats draus machen oder überhaupt den englischen Teil übernehmen. So, jetzt muss ich mal eben nach dem Fahrzeugsetup gucken. Das habe ich mir schon grob eingestellt hier. Voreinstellungen laden, jawohl. Und dann kann es hier abgehen. Wir nehmen am Rennteil. Das ist die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Das ist noch sehr wichtig, das ist nämlich die Joker-Runde, die man einmal im Verlauf des Rennens hier fahren muss. Wheelcam ist mit dabei. Hallo, Tachchen, jetzt habe ich den Start verpennt. Aber egal, wir gucken uns erstmal hier alles an. Die Strecken sind wunderschön. Ich habe beide jetzt schon gesehen. Und wir nehmen direkt mal die Joker-Runde, würde ich sagen. Die musst du halt einmal im Rennen machen. Jetzt ist bei mir in der Leiste ist es grün. Das heißt, ich habe die Joker-Runde abgeschlossen. Ich kann mich jetzt komplett auf die normale Streckenführung konzentrieren. Ja, wir könnten jetzt auch in die Cockpit-Ansicht gehen, weil man da jetzt sowohl Arme als auch Lenkrad ausblenden kann. Finde ich prinzipiell ganz gut, weil es so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Ich hätte ja doch ganz gerne animierte Arme für 900 Grad, aber ich glaube nicht, dass wir es kriegen werden, weil die dann eine komplett neue Fahreranimation basteln müssen. Und das kostet nun mal auch arsch viel Zeit wahrscheinlich. Ah, scheiße. Hätte ich gar nicht durchfahren müssen. Joker-Runde. Nur einmal fahren. Ja. Außer ich sag dir etwas anderes. Sag mir das doch vorher! Egal, wir kommen hier trotzdem dran. Naja, auf jeden Fall kann man die Arme ausblenden. Dann lenkt das Ingame-Lenkrad aber trotzdem nur 90 Grad. Das finde ich nicht ganz so geil, nicht ganz so passend. Deswegen fahren wir doch weiterhin in dieser Ansicht und haben aber die Wheelcam mit dabei, damit ihr auch seht, was ich hier mache am Lenkrad. Ja, was mir bei der KI schon aufgefallen ist, die sind vor Kurven extrem langsam. Boah, aber dafür kommen sie dreibeinig aus der Kurve raus. Habt ihr das gesehen? Jetzt haben wir unser Auto natürlich noch gegen die Mauer geslammt, aber es waren schon die 2 Runden des ersten Hitzelaufs. Ach, klingt blöd. Ja, okay. Wir sind Fünfter. Okay, 39 Punkte. Dann geht's ab in die nächste Runde. Da wird uns nochmal erklärt, was die Hitze bringt. Ja, ja, und wir nehmen mal ein Rennteil. Ach, ich möchte das Fahrzeug natürlich vorher mal eben reparieren. Da haben wir natürlich jetzt einigen Grund zu. Aber wir kriegen es hier komplett auf 100%. Sehr schön. Ja, die KI ist ein bisschen schwach, weil die steht jetzt echt schon auf schwer und es gibt nur noch eine Stufe drüber und ich bin jetzt nicht der beste Fahrer und kenne die Strecken nicht. Hab jetzt hier aber wie ein junger Gott ausbeschleunigt. Guck mal, wie schön das aussieht. Auch hier direkt in die Hitzerunde, ach in die Jokerrunde, die ich nicht gut getroffen habe.
war immerhin noch Zweiter. Naja, auf jeden Fall kann die KI super gut rausbeschleunigen. Wahrscheinlich, weil sie so langsam ist am Kurveneingang. Aber sie ist halt sehr, sehr langsam am Kurveneingang. Wenn du die auf leicht stellst, dann stehen sie auf der Strecke wahrscheinlich. So, jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie gerade. Mal hier vorbeiquetschen und jetzt aber die Joker-Runde sparen, die auf dieser Strecke irgendwie viel intuitiver zu fahren ist. Die Joker-Runde macht, also die zu fahren, macht viel mehr Sinn vom Streckenverlauf her manchmal. Bisschen aufpassen, da weiß ich nicht so ganz genau, ob ich den Verlauf da richtig einschätze und nehmen soll. Hier kommen wir sehr weit raus, kommen aber zum Glück in den Drift und können hier wunderbar über die Ziellinie fast sliden. Ja, sehr schön. Haben wir einmal den ersten Platz gemacht. Hier als Heiken sind wir übrigens unterwegs. Tatsächlich 50 Punkte für uns. Das macht uns zum Führenden in der Gesamtwertung sehr schön. Jetzt haben wir die Vorrunde halb abgeschlossen. Reparieren einmal eben. So. Und dann geht's in die nächste Runde. Ja, das ist halt das, was wir eingestellt haben, ne? Dass diese Vorlaufrunden nur 2 Runden dauern. Kannst du halt auch umstellen. Und wir machen das wieder so wie am Anfang. Direkt mal die Joker-Runde aus dem Kopf kriegen. Ich sollte das vordere Differential vielleicht ein bisschen mehr sperren, damit er auch mich so ein bisschen aus der Kurve rausziehen kann. Das Gefühl habe ich nämlich gerade zur Zeit noch nicht. Es fühlt sich alles immer nur so an wie so ein Drift, der dich nicht wirklich nach vorne bringt oder nicht wirklich schneller macht, sondern einfach nur dafür sorgt, dass du jetzt die Kurve hier fahren kannst. So, er fährt jetzt in die Joker-Runde. Das heißt, wir müssen hier links vorbei. Ah, und haben uns gedreht. Fahren jetzt auch durch die Joker-Runde. Ja, sag's doch nochmal. Das war doch jetzt. Hast du das nicht gesehen? Boah. Seht ihr, was ich meine? Wie langsam die sind. Zumindest am Kurveneingang. Komplett vergeigt in der letzten Kurve. In der letzten Kurve. Und dann wären wir hier noch wieder auf die richtige Bahn gerammt. War natürlich ein bisschen Kalkül dabei. Ach, schade. Ja, im echten Rennverlauf hätte uns das wohl das Genick gebrochen. Aber eine haben wir ja noch. Außerdem sind wir jetzt Dritter. Was soll uns erstmal passieren? Gar nichts. Schlechter als 12 wären wir wohl nicht mehr, was? Zweiter sind wir sogar. Guck mal, Stadtgruppe A. Jetzt geht's aber los hier. So, einmal noch reparieren. Zück, ja, Räder sind im Arsch, das kann ich nachvollziehen. Da haben wir echt nicht geglänzt gerade. So, jetzt aber. Viel zu spät gestartet. Weißt du, die Kurve ist im originalen Streckenverlauf viel schwerer und kostet, glaube ich, viel mehr Zeit. Ja, jetzt müssen wir in der zweiten auf jeden Fall die Joker-Runde nehmen, hat das Polly recht. Oh, juckt die Nase, weil ich keinen Helm auf habe. Ich glaube, einen Multiplayer-Modus gibt es noch nicht. Dafür aber wird es bald wohl PvP-Events geben, die auf jeden Fall irgendwie auf Multiplayer abzielen, aber ob die jetzt auch direkt im Multiplayer zu fahren sind oder auch nur so einen Zeitenvergleich machen, weiß ich nicht. Position gehalten, gut gemacht. Sehr gut, dankeschön. Thank you.
mir die Changelog vorhin durchgelesen oder das Roadbook von Dirt Rally. Da gibt es da so einen Blog auf der Internetseite und da stand unter Änderungen, zumindest unter abgespeckten Änderungen, was haben wir verändert? Wir haben ein bisschen was gegen die Cheater getan, die 2, 3, die sich da in unseren Online-Listen tummeln und werden auch deren Mütter Bescheid sagen, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja? Also ganz geil irgendwie. So, die besten 3 qualifizieren sich fürs Finale. Wir sind nämlich jetzt im Halbfinale. Wir haben es geschafft, als Erster durch die Vorläufe zu kommen und sind jetzt mit 6 Mann auf der Strecke. Was nochmal interessant wird. Wir reparieren das Ganze nochmal. Da ist jetzt überhaupt nicht viel kaputt gegangen. Ist ja schön. Ja, und haben jetzt... Können wir vielleicht noch einmal gucken. Ah, geil. Volles Feld. Jetzt wollen wir schnell Handbremse ziehen und... Scheiß starten. Ja, passt noch. Sehr gut. Jetzt haben wir 4 Runden vor uns. Ich werde auch hier hingehen und direkt mal die Joker-Runde am Start nehmen. Guck mal, wie gut wir hier reingekommen sind. Guckt euch das an. Trotz Joker-Runde. Ah, okay, einen Platz verloren. Jetzt übertreibst du aber. Ach du Scheiße. Okay, jetzt übertreibe ich aber ein bisschen. Das gibt gleich sonst Abkürzungsstrafen. Etwas Pech. Das Auto hinter dir hat die Joker-Runde begonnen. Ja, das ist doch... Die Joker-Runde ist doch nicht schneller. Fühlt sich ein bisschen intuitiver an, aber... Das ist, glaube ich, nur die Gewohnheit. So, jetzt haben alle die Joker-Runde abgeschlossen. Wo sind sie denn? Wo seid ihr denn? Guck mal, da hinten sitze. Jetzt sind wir nur noch 3 Runden lang keinen Fehler machen. Dann haben wir das Ding im Sack. Zumindest die erste Runde der Halbfinals. Ja, okay, hier komme ich immer ein bisschen heiß rein. Das sollte man vielleicht vermeiden. Denn die Hitzeläufe sind ja schon vorbei. Ja, ich finde leider kaum Zeit, die echte Serie auch zu gucken, obwohl das eigentlich super spannend ist. Ich gucke dann immer so die Highlight-Videos auf YouTube. Bin ja auch eh nicht mehr so der Fernsehgucker und so weiter. Und weiß ich nicht, gibt es gute Streams dafür bestimmt. Aber wie gesagt, ich gucke halt immer die Highlights auf YouTube. Zumindest faszinieren mich diese Videos. Weil die Fahrer halt immer so nah an der Grenze zum Überuntersteuern, die sind eigentlich immer nur am Übersteuern. Die Grenze ist eigentlich schon lange überschritten. Das klappt hier teilweise auch schon sehr, sehr gut. Aber teilweise auch eben noch nicht. Ich habe teilweise das Gefühl, dass die Fahrzeuge krass untersteuern. Wenn man die nicht eben so, wie ich das dann jetzt mache, mit voller Bremskraft, hecklastiger Bremsauslegung und irgendwie dann doch Gewichtsverteilung in die Kurve schmeißt. Entschuldige Stöcke. Oh, die hat einen eigenen Soundeffekt. Geil. So. Sehr gut. Erste Halbfinale, aber sowas von mit Abstand gewonnen. Ach so, und jetzt? Ach so. Das ist jetzt Halbfinale 1, Halbfinale 2 und jetzt kommen die Leute wahrscheinlich nochmal zusammen in einen Pott hier, ne? Der Gewinner ist der Eventmeister. Ach so, ist jetzt das Finale? Aha, jetzt verstehe ich das erst. Ja, okay. Er ist jetzt schon das Finale und der Gewinner wird dann halt Endmeister. Sind wir alleine mit Schweden am Start? Oder war da noch wer anders? Nee, ja, okay, ein Däne noch. Aber ansonsten nur Schweden. So, so, so. Und dann geht's jetzt ins Finale. Und das dürfte doch dann jetzt 6 Runden sein, was? Ja, tatsächlich. Oben rechts steht's. Los geht's hier. Dann werden wir uns auch gleich mal die Wiederholung angucken, weil die ja doch sehr, sehr scharf aussehen. Wieder direkt am Anfang in die Joker-Runde. Mann, ist hier was los? Wie man dann auch nichts sieht. Ich kann natürlich nicht, die wirbelt Stau auf. Komm!
Mach doch keinen Scheiß, nein! Jetzt wie, und jetzt, das war's jetzt? Nee, Fahrzeug zurückgesetzt. 15 Sekunden Strafe. Ja, wie soll ich das denn rausholen wieder? Ja, okay, wir haben uns das jetzt gerade den finalen Sieg gekostet. Das ist ziemlich ärgerlich gewesen jetzt. Aber gut, so können wir mal gucken, ob wir noch irgendwie an die KI rankommen. Aha, die macht auch Fehler, sehr schön. Hat der Heikkinen sich rausgedreht, obwohl wir eigentlich Heikkinen sind. Hier fehlt schon eine Schürze hinten. Wollt ihr euch nicht auch auf den Kopf legen einmal kurz und 15 Sekunden Zeitstrafe einheimsen? Oder mich vorbeilassen einfach? Wie wär's denn damit? Jetzt können wir bestimmt abkürzen hier. Das war zu rabiat. Halt ein bisschen viel. Ich habe aber das Gefühl, hier muss man die ganze Zeit durchreißen hier. Das war knapp. Das war auch knapp. Boah. Hey. Eigentlich egal, was ich hier mache. 15 Sekunden werde ich nicht mehr rausholen. Auf keinen. Das heißt, wir werden auf keinsten und auf niemanden. Das heißt, wir werden definitiv letzter hier. Aber hey, es ist unser erstes Finale. Wir sind beim ersten Versuch ins Finale gekommen. Okay, es war nicht der erste Versuch. Ich habe ein bisschen geübt schon vorher. Auch wenn man es mir nicht anmerkt. Was für Sprünge das hier auch sind. Dass die auch so schön quer durch die Kurven gehen oder quer raus beschleunigen zumindest, sieht schon super gut aus. Ah, nicht schon wieder. Ach Mann. Dass die aber so früh bremsen, nervt doch schon irgendwie ein bisschen. Oder bin ich so krass spät? Bremsen ja so früh, du hast ja nicht mal die Chance auszuweichen, um irgendwie überholen zu können. Das war die letzte Runde. Ja, 94. Ich denke mal, wir werden jetzt garantiert nach hinten geschoben. Ach! Ach! Guck mal! Der kriegt auch eine Strafe. Das ist ja geil. Hat er sich ja auf dem Dach gelegt. Hat er sich unseren Rat zu Herzen genommen. Und uns immerhin noch zum 5-Platzierten gemacht. Und trotzdem nur 8 Sekunden Abstand auf dem 4-Platzierten. Ja, doch irgendwie ganz cool. Wir schauen mal in die Wiederholung rein. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Springen wir einmal hier zurück. So, und dann geht's hier ab. Und ich klinke mich aus. Danke fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge Dirt Rally, die auf jeden Fall kommen wird, weil das hat Spaß gemacht. Das war richtig geil. So, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.